Hallo ihr Lieben, ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet, weil wir unter anderem mal nicht so das gute Wetter hatten und es ja von den Aufnahmen nicht so gut war wegen dem Wind. Es war dann immer ein Rauschen. Ja, vor 2 Tagen war ich mit meiner Mutter im Lidl gewesen und da war dann auch der Einkaufswagen, da hatte ich den dann weggebracht. Ja, heute ist es ein bisschen windstiller. Ich war eben mit meiner Schwester an der Postenbörse und jetzt mache ich mich auf den Weg zu Fuß zu meiner Bank. Ich hole ein bisschen Wechselgeld, weil meine Schwester macht einen Hofflohmarkt. Da verkauft sie ein paar Sachen und verschenkt unter anderem auch Sachen. Und ja, und da hole ich dann noch ein bisschen Kleingeld in der Bank. Also alle außer meiner Schwester und dem kleinen Hund sind alle krank bei meiner Familie geworden. Haben alle Erkältungskrankheiten. Und ja, ich hoffe, dass ich mich auch nicht anstecke. Ja, ich würde auch sehr gerne länger hier bleiben. Das ist immer so, wenn ich längere Tage hier bin, dann möchte ich gar nicht weg. Ja, am Montag muss ich dann beim Krankenhaus anrufen und Dienstag muss ich zum Diabeteszentrum, Mittwoch zum Frauenarzt. Ja, diese Woche hatte ich keine Termine gehabt, deswegen konnte ich gut für eine Woche zu meiner Familie fahren. Schaut mal, hier ist auch ganz viele Herbstblätter schon. Also vielleicht mache ich das auch mit dem Garagenflohmarkt, also so einen kleinen Garagen- oder Herbstflohmarkt bei mir zu Hause, weil meine ehemalige Arbeitskollegin und Freundin von mir, die zieht im Dezember um, die wollte so gerne einen Flohmarkt machen und ich wollte sie dann gegebenenfalls morgen anrufen oder ich muss mal gucken, ob ich sie morgen anrufe oder Montag, ob sie Lust hat, mit mir zusammen Flohmarkt zu machen bei mir zu Hause. Vielleicht kann man den ja auch in der Woche machen, dann ein bisschen was verkaufen oder verschenken. Ich gehe dann einfach mal hier so lang. Das ist meine ehemalige Kirche, wo ich früher auch meine Kommunion auch hatte. Hier ist so das Gemeindehaus. Früher als Kind bin ich sehr oft immer jeden Sonntag zur Kirche gegangen, auch als Jugendliche war ich oft immer in der Kirche. Und wenn ich in meiner Heimat bin, dann gehe ich meistens mit meiner Mutter hier auch zur Kirche. Also ihr seht ja hier diese bunten Steine, also in Schwarz und Gelb. Und da habe ich immer früher so ein Spiel rausgemacht, dass man dann irgendwie nur auf den weißen, auf diesen gelben drauf treten darf und nicht auf den schwarzen. Gibt es ja immer für Kinder so viele Sachen, was man dann so macht als Kind, was man so spielt. Ja, und dann ist gleich dann schon meine Bank. Und dann ist da gleich auch schon meine Lieblingspizzeria.
Und hier ist auch noch der Zahnarzt, wo ich dann auch war. Ja, und dann mache ich jetzt erstmal die Kamera aus und ich melde mich dann gleich nochmal für den Rückweg. So, jetzt bin ich aus der Bank wieder raus und habe ein bisschen Geld geholt für mich und auch Geld zum Wechseln. Und ja, jetzt geht es wieder nach Hause. Ja, also gestern Abend war ich auch mit dem Hund, also für meine Mutter, also den Familienhund, war ich da mit dem Shiba Inu spazieren und das war so schön. Irgendwie, das war wirklich richtig, richtig schön, war das. Ich gehe jetzt einfach den Weg einfach wieder so zurück. Weil früher bin ich ja sehr, sehr viel immer spazieren gegangen mit dem Hund. Und man ist ja so schnell in der Natur und hat es so ruhig. Also irgendwie, ich vermisse das Leben hier einfach total. Irgendwie war das vielleicht gar nicht so eine gute Idee, früher einfach in die Großstadt gezogen zu sein. Ja, ja. Aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Naja, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr in der Großstadt wohnt oder ob ihr auf dem Dorf wohnt oder in der Kleinstadt oder was gefällt euch einfach besser. Also ich muss sagen, ich liebe so das Kleinstadtleben. Ich mag das total gerne. So Großstadt ist so gar nichts für mich. Und nun ja, also unser Haus, das ist auch in einem Stadtteil, aber der ist ein bisschen ruhiger, also der ist ein bisschen außerhalb. Da muss man, glaube ich, so 40 Minuten zu Fuß gehen, um zum Supermarkt zu kommen. Ja, und da braucht man dann schon das Auto, wenn man irgendwie einkaufen möchte. Oder man muss ein Stückchen zur Straßenbahn laufen. Ich hoffe, meine Familie bekommt gleich noch ein paar Flohmarktbesucher. Meine Schwester hatte das dann auch noch bei Facebook gepostet, also in der Stadtgruppe hier. Ich hatte hier so ganz schöne Tage, auch wenn alle ja sehr erkältet und krank waren oder noch sind. Nun ja, aber mehr viel zu erzählen habe ich eigentlich gar nicht. War ich heute auf jeden Fall zweimal jetzt spazieren. Ich denke mal, dass ich heute Abend auch noch mal mit dem Hund dann auch noch mal vielleicht noch rausgehe. Also ich muss sagen, das Gehen ist nicht so anstrengend. Es geht. Also was schwieriger ist, was ich merke, wenn man zu lange sitzt. Das ist nicht gut, da tun mir die Waden dann einmal weh. Ich habe heute auch die Flohmarktschilder gemalt. Ich mache jetzt mal Pause, weil hier
jemand ein Atemgerät an. So, war eben noch ein Fußgänger mit einem Kinderwagen. Also hier kann man auf jeden Fall gut spazieren gehen. Ich hätte eigentlich gerne mehrere Videos gemacht mit dem Spaziergängen, aber es ging einfach nicht so, weil mit dem Regen und dann einfach mit dem Wind, dann habt ihr immer so ein Rauschen, das geht ja dann auch nicht, das kann ich auch nicht rausschneiden. Dann war ich auch mit meiner Schwester hier an der Postenbörse. Ich hatte mir im Sommer so medizinische Masken geholt in rosa. Und da hatte ich gefragt, ob die die noch haben, aber die hatten nur schwarze und diese hellblauen. Dann habe ich mir dann eine hellblaue Maske gekauft. Also so eine Packung, wo 10 Stück drin sind. Und dann habe ich mir noch so ein Wichtel gekauft, so ein Gnom. Aber den werde ich verschenken. Bekommt schon eine Freundin von mir zum Geburtstag. Schenke ich das dann. Ja, dann beende ich dieses Video für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Also, wenn ihr Urlaub habt oder wenn ihr Herbstferien habt, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und den anderen auch, wenn ihr auch nicht wegfahrt. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns dann irgendwann wieder. Ich weiß es zwar noch nicht, aber macht's gut, ihr Lieben, und vielen lieben Dank fürs Zugucken. Tschüss!